Ja, willkommen zu einem neuen Gameplay Far Cry New Dawn. Diesmal mit Timber als Helfer. Und wir versuchen die Waffe von Grace Armstrong zu bekommen. Wir müssen hier noch einen Kilometer lang gehen. Eine Vorratslieferung entdeckt. Das ist wichtig, weil da gibt es immer Ethanol. Wo ist er, der Flieger? Mich blendet die Sonne. Ah, fliegt er. Na dann, der wird gleich. Dann schnell hin, dann werden wir gleich. Und gleich zuschlagen. Schnell weg. Okay, ein bisschen jagen auf dem Weg zu der Waffe. Prinzipiell der Wald und die Gegend im Spiel sehr gut gelungen, von der Grafik her. Schauen, wenn wir überall vorbeikommen. Schießt auf mich. Na, jetzt spiele ich hier wieder ganz toll. Ans Leben klammern. Ans Leben klammern. Timber rettet mich. Nicht? Ah, jawohl. Timber kann mich auch retten. Sehr genial. Gut zu wissen. Gut. Hier weg hier. Ein paar erste Hilfe-Pakete bauen. Okay, da haben wir nicht mehr viel Schuss. Jetzt kommen da die Tiere. Schon wieder Bären? Nein. Schrottplatz. Wer kommt dann? Der weg.
Okay, ist weg. Ich gehe noch mal den Schrottplatz, ein paar Munition. Eine Schatzsuche. Okay. Stecken uns hinter dem Baum. Ah. Ich brauche Munition. Doch einiges herum. Okay, was ist hier? Was kann ich hier machen? Dann habe ich Zielscheibengalerie daraus gemacht. Zieh am Hebel, schieß auf alle Ziele auf jeder Seite und zwar presto. Okay. Ah, da, das ist es gerade gesehen. Brutale. Doch nicht. Die Munition habe ich nicht mehr, mal schauen.
Sachen offen, dass da viel Munition drin ist. Safe kann ich nicht öffnen. Jetzt muss ich das als nächstes lernen. Wohl die nächste Schatzsuche erledigt. War nicht viel dabei. Okay. Sollte ich vielleicht noch vorher irgendwo einen Händler treffen, bevor wir da in die Schlacht ziehen. In der Gegend. Das sehen wir nicht. Ui, da ist ein Puma. Den sollten wir vielleicht aus dem Weg gehen. Okay, also sollten wir uns eher links halten. Komm hier runter. Okay, das Sägeblatt erst haben wir noch. Okay, wir sind doch da. Na gut. Dann versuchen wir es mit dem Sägeblattwerfer. Wenn du das Bahngelände erreichst, dann sieh in den Güterwagen nach. Da lagern die Highwaymen die Sachen, die sie uns gestohlen haben. Dort findest du auch meine Waffe. Okay. Thank you.
auch dich. Wie viele kommen auf einmal? Kommt immer, rette mich! Rette mich! Ich bin im Käfig. Jetzt sollte ich das mal nehmen, die Wunderwaffe. Da ist die bitte. Wieder ein Siegeplattwerfer. Mal schauen, ob der besser ist. Der macht gleich viel mehr Schaden. Und wenn sie etwas nicht durchschlagen, prallen sie ab. Nutzt die Oberflächen aus Metall, um die Blätter abprallen zu lassen. Du kannst die Leute treffen, die sich hinter einer Deckung verkriechen. Hilft auch perfekt gegen die Typen mit dem Schilden.
Komponenten finden. Züge hinein. Ich glaube, mehr Züge gibt es nicht. Okay, das hat wir getan. Ah, hier hinauf. Nein! Okay, ich lasse es. Letzter Versuch. Aha, ich muss drei Materialien suchen. Okay, da fehlen mir noch zwei. Ich dachte, ich hatte alles. Da oben wahrscheinlich. Ja. Ach ja. Wir stellen uns wieder mal gescheit an.
Wieder nicht. Heute ist nicht mein Tag. Aber jetzt. Ich habe mich auf den Weg zum Bahngelände gemacht. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Machen wir das Level fertig. Gut gemacht. Du hast den Highwayman eine ordentliche Backpfeife verpasst. Behalt die Waffe. Wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich. Nun zu den Vorräten, die du geholt hast. Investiere sie am besten in die Gemeinschaft. Die Leute in Prosperity machen aus allem, was du ihnen bringst, das Beste. Mich eingeschlossen. Richtig gehört. Ich ziehe es endgültig nach Prosperity. Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir. Und pass gut auf dich auf. Schnell, ich brauche hier Unterstützung, ich brauche Nachschub. Bei den Bomben fielen gab es einen Widerstand. Auch damals hat... Ja, war nicht Zeit. Enttäuscht okay. Sein. Komm gerne wieder. Jawohl, gerne. Ich komme wieder. Ich habe viele coole Sachen im Angebot. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.